Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek im Kontroversinterview. Ich begrüße Sie herzlich. Es gab gestern diverse Verstöße im Stadion. Schon bei der Nationalhymne haben die Zuschauer ihre Maske abgelegt. Also ein ziemliches Eigentor in Sachen Pandemiebekämpfung. Warum kriegt eigentlich der Fußball immer eine Extrawurst? Also es ist ja ein Pilotprojekt, das wir gestartet haben, und ich glaube, die Hygieneregeln insgesamt sind sehr gut eingehalten worden, was auch die Testungen angeht, was den Einlass angeht und all die Dinge. Aber bei der Maskenpflicht, da haben Sie recht, da müssen wir nachschärfen. Und der Oberbürgermeister und ich sind uns da einig, dass wir da auf den DFB zugehen, das Gespräch suchen, gerade auch im Hinblick auf das Spiel gegen Portugal am Samstag. Jetzt sehen Eltern und Kinder, dass im Fußballstadion gefeiert wird. Im Klassenzimmer dagegen, da schwitzen alle unter ihren Masken. Das ist ziemlich widersprüchlich. Wie erklären Sie das unseren Kindern? Das verstehe ich gut. Ich habe da heute tatsächlich auch viele Mails schon bekommen, genau in diese Richtung. Man muss einmal sagen, es geht natürlich um einen Unterschied zwischen drinnen und draußen. Und es ist tatsächlich so, dass uns die Virologen im Kabinett auch nochmal gebeten haben, doch drinnen vorsichtiger zu sein, auch im Hinblick auf diese Delta-Variante, die jetzt im Umlauf ist. Und deswegen haben wir ja gesagt, draußen kann man mehr möglicherweise zulassen als drinnen. Aber wir wägen das ja immer wieder ab und werden das dann auch immer wieder auf die Verhältnismäßigkeit prüfen. Sie haben heute in der Konferenz der Gesundheitsminister gesagt, Kinder haben in der Pandemie besonders gelitten. Ihr Koalitionspartner, die Freien Wähler, die fordern jetzt schon das Ende der Maskenpflicht. Wenn Sie sagen, Sie wollen das laufend überprüfen, heißt es, dass die Masken nicht unbedingt bis zu den Sommerferien verordnet bleiben? Ich glaube, das kann man jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Ich habe so das Gefühl, dieses Maskenthema entwickelt sich jetzt so im grundsätzlichen Thema. Die Maske ist weg, dann ist die Pandemie zu Ende. So ist es mitnichten nicht, um das mal deutlich zu sagen. Wir müssen weiter vorsichtig und umsichtig bleiben. Das sagen uns auch die Wissenschaftler und Ärzte. Das war bis jetzt immer so ein Stück weit auch die Richtschnur in dieser Pandemie. Deswegen wollen wir Schritt für Schritt weitergehen, aber natürlich auch immer wieder prüfen, wann der nächste Schritt für eine Lockerung möglich ist. Noch ganz kurz, aber viele Menschen haben das Gefühl, Fußball wird gefeiert, also ist die Pandemie zu Ende. Nein, es ist ein Pilotprojekt. Ich denke, es ist ja wichtig, dass wir auch Erfahrungen sammeln. Das LGL begleitet ja auch mit der Universität ein Stück weit jetzt diese Frage, was ziehen wir für Erkenntnisse daraus? Wir wollen ja alle versuchen, dass wir vorsichtig bleiben, dass wir Schlussfolgerungen richtig ziehen, aber dass wir auch ein Stück weit, ob das jetzt Sport oder auch Kultur ist, uns gemeinsam nach vorne bewegen. Das wollen wir tun unter Beachtung der Inzidenzen und natürlich auch der Impfquote. Und deswegen ist es der Maßstab, den wir ansetzen. Wir sprechen gleich noch weiter, dann geht es noch um ein anderes Thema, um Krach im Landtag. Florian von Brunn hat also heute eine Rüge bekommen, aber die Landtagspräsidentin hat Sie auch kritisiert. Entschuldigen Sie sich dafür, dass Sie ihn mit Trump und die SPD mit der AfD verglichen haben? Also das habe ich ja nicht so gesagt. Die SPD habe ich nicht mit der AfD verglichen, sondern die Strategie und das Verhalten, das habe ich tatsächlich in dieser Rede dargestellt. Und deswegen sehe ich da keinen Grund, mich zu entschuldigen. Die SPD ist eine alte Volkspartei, die in der Geschichte vieles geleistet hat. Da habe ich auch große Anerkennung dafür. Aber das Thema des Lautsprechertums und die Frage, wie ich mit bestimmten Dingen umgehe, die habe ich gegeißelt und die haben mich an eine andere Strategie erinnert und nichts anderes. Herr Holleczek, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte. Sollten die demokratischen Parteien nicht auch im Wahlkampf fairer miteinander umgehen? Ich glaube, Fairness und Respekt ist immer die Bühne für alles und das ist auch wichtig. Und wer mich kennt, der weiß auch, dass ich dafür stehe. Aber das ist immer eine Frage, die bei beiden Seiten angebracht ist und nicht eine Einbahnstraße. Lernen Sie was aus diesem Eklat? Ich denke, es ist wichtig, den politischen Diskurs zu führen. Der darf auch manchmal heftiger sein, das gehört auch dazu. Emotionen sind auch das Salz in der Suppe einer Plenardebatte. Aber vielleicht müssen wir alle immer wieder mal uns hinterfragen und überlegen auf allen Seiten, wie der Umgang miteinander ist. Ich lerne jeden Tag dazu und freue mich auch, dass es so ist. Dann bedanke ich mich herzlich für dieses Kontroversinterview bei Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Gerne. Und dieses Interview haben wir heute Nachmittag aus Termingründen aufgezeichnet.